Hallo und herzlich willkommen zurück bei Die Siedler 4. So, ich habe hier mal ein bisschen sortiert. Die ganzen Soldaten, die hier oben rumgegammelt haben, habe ich mal ein bisschen aussortiert. In Stufe 1, ganz viele davon. Die goldenen natürlich. Mit, hey, da sind ja zwei Heiler anscheinend dabei. Da unten habe ich die Priester. Hier habe ich Stufe 2er. Und da habe ich Stufe 3er, aber die Stufe 3er, ja, es sind relativ wenig, aber warum? Oh, nicht weggehen. Weil ich die in jede Burg reingetan habe. Jede Burg ist jetzt voll besetzt und ich habe ein bisschen mehr Burgen gebaut jetzt, sodass das eigentlich uneinnehmbar ist. Ich baue auch immer noch überall Burgen. Da ist eine Burg zum Beispiel, da ist noch eine Burg zum Beispiel. Also keine Burg, sondern große Türme halt. Da ist noch ein großer Turm da. Der ist schon fertig, glaube ich. Die sind auch schon fertig, so gut wie. Und da stolziere ich jetzt noch mit meinen Soldaten hin und fülle die aus. Erstmal da hoch. Weil hier haben sie ja angegriffen. Hier sind sie reingelaufen. Und ich glaube, da ist ganz gut, wenn dann die Verteidigung hoch ist. Würde ich am liebsten noch eine Burg hinklatschen, aber irgendwie will die nirgendwo hin. Leider. Ich könnte hier aber noch eine Aussicht haben, weiß ich vorher Bescheid, bevor die angreifen. Das wäre auch nicht schlecht eigentlich. Aber das mache ich erst, wenn alle Türme fertig sind. So, da haben wir noch mehr. Können da eigentlich mitgehen. Wo treffen die sich eigentlich? Da unten, okay. Mal hier, das sehe ich mehr. Habe ich hier Soldaten? Nee. Habe ich überhaupt noch Leute? Ja, 189. Die nicht wissen, was sie tun sollen. Aber ich glaube, gebaut habe ich jetzt relativ zackig hier. Lecco mio, echt. Das ging schnell. Dann kann ich hier voll machen und dieses Gebäude auch bitte voll machen. Einmal. Zack. Perfekt. Zack. Wunderbar. Dann sind die hier voll. Dann gehen wir mal dahin, weil das da muss auch voll besetzt werden. Ja, also hier, wenn die hier vorbeikommen, dann weiß ich auch nicht mehr weiter, ne? Ich meine, klar, wenn die dann da hinten angreifen, da kommen sie relativ schnell durch, aber hier sind auch 3, 4, 5, also da musste... In der Zeit habe ich den anderen normalerweise besiegt, denke ich, hoffe ich. Dann geht er mal hoch. Eigentlich sind so zwei Türme, glaube ich, stärker wie so eine Burg, oder? Ah, wobei, 1, 2, 3, 4, 5. Ja gut, und das sind 6, 4. Und das sind auch 6. Also, die könnten eigentlich mehr Soldaten werden. Warum habe ich so wenige Soldaten? Ich verstehe gerade nicht, was die so für Probleme haben. Wieso da nichts vorangeht. Ach so, weil die keine Schwerter haben, ha? Produziert der Schwerter? Eigentlich schon, ja. Aber der hat mehr Bögen. Da mache ich hier auch noch unendlich Bögen schnell. Endlos. So. Ja, Bögen wollte ich eigentlich mehr. Dann machen wir mal hier 0. Und Bögen machen wir mal mit Stufe 2er. So. Sind die jetzt da? Sehr schön, weil da kann ich hier mal voll besetzen und hier auch voll besetzen.
Genau, dann ist das Ding wieder voll. Ist voll und ist voll. Oh, so viel habe ich gar nicht mehr. Dann gehen wir hier runter. Dum, 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 dum. Aha, da kommen schon ein paar. Warum Einserbogenschützen? Das habe ich doch deaktiviert. Hä? Hey? Naja, gut. Dann sind das halt Einser. Dann kommen die halt hierher. Ich habe aber schon genug Schwertkämpfer, oder? Upsala. Bin ich gerade aus dem Bildschirm getappt. Entschuldigung. ...76. Sollte hoffentlich reichen. Ich weiß nicht, ob ich die dann noch, die kann ich mal dahinter schicken. Ob ich die noch sortieren sollte zwischen Bogenschützen und Nahkampf, aber eigentlich... Eigentlich sollte es erreichen. Eigentlich sollte ich eher die da füllen, ne? Weil die stärker sind zusammen. Ich habe nur noch 3 Bogenschützen. Den bringe ich dahin. Da ist noch ein Priester. So, wir gehen mal durch die Menge durch. Der macht mehr Bögen. Wieso macht er so viele Bögen? Ich brauche mehr. Weißt du was? Dann machen wir hier 0. Machen wir lieber mehr Schwerter. Was macht denn der da hinten? Habe ich da überhaupt? Genau. Der macht auch nur Bögen, oder? Oh, da ging was her. Hä? Genau das gleiche wie beim anderen. Na? Einser. Dahin bitte. Zweier, einmal dahin. Und dann haben wir dann noch ein Zweier, der auch dahin. Und der Rest muss eins sein. Genau. Kann dahin. Ah, oh, wie zaubert man nur mit denen? Oh. Fische mehr. Die Fische können ausgehen? Was? Fische können ausgehen? Ehrlich? Wow. Okay, krass, da muss ich, hier. Mach mal. Füllt euch mal. Perfekt. Rein mit euch. Also, und dann machen wir hier noch. Genau. Ja, jetzt gehen die Soldaten dahin. Oh. Noch Stufe 1. Ja, genau. Schwertkämpfer Stufe 1. Die brauche ich. Wie schaut jetzt die Balance aus? Das ist nicht mehr normal. Du kommst nicht weg von denen, ne? Aber
Ich speichere jetzt mal. Machen wir mal Angriff. Und dann schreife ich einfach mal an, ne? Habe ich da oben noch welche? Daher. Und zwar mit denen da. Drei Magier. Welcher ist denn jetzt stärker, den ich angreife oder der mich angreift? Dann der blaue. Ah, ich weiß nicht mehr. Ich glaube, das war der grüne unten und der blaue ist der, der mich angreift, ne? Oi, oi, oi. Ah, ich habe so eine Verteidigung. Der kann da nicht durch. Da kann er einfach nicht durch. Da müsste ich eigentlich nur 28. Ja, komm. Dann schicke ich die mit. Da, 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 da. Oh Gott. Ein wenig aufgeregt bin ich schon. Das sind eigentlich meine zwei Priester oder drei. Die will ich nicht so einfach ins Schlachtfeld bringen. Die sollen da schön absolviert. Das habe ich letztes Mal den Fehler gemacht, dass die einfach plötzlich mitten im Schlachtfeld standen. Und dadurch relativ schnell verreckt sind. Nein. Dann kann ich sie auch mal hierher schicken. Und die andere Hälfte ebenso. Angriff. Kommt her. Kommt näher. Genau. Du da. Du komm. Nein, du. Du! So.
Kann eine erste Salve da mal mitkommen? Aber es war nicht die ganze Salve. Nur so paar. Ihr bleibt zum alle da. Nur so. Die da. Die sollen da hin. Und wieder Rückzug. Rückzug. Alle mal zurück. Ihr zwei Magier, geht's da hoch? Du auch? Ihr bitte das Ding einnehmen. Okay, ihr. Angriff. Na, du nicht. Wow, shit. Alle zurück. Oh, wobei. Angriff. Du mag ja hierher. Und für den Gegner, du bist ungefähr jede Menge Trefferpunkte. Wo ist mein Magier? Ah, ich habe keinen Mana mehr. What? Ja, das sind die sowieso voll für den Arsch. Wow, sind das viele. Okay. Greift mal lieber die Bogenschützen an hier. Oh shit, Alter, der hat mich irgendwie ganz schön kastriert. Okay, da habe ich anscheinend alle verloren. Muss ich wirklich nur noch mit den Kleinen kämpfen? Das ist der Grüne. Ah, das muss ich fast gewinnen. Der hat ja keine Soldaten mehr. Aber da gehen so viele rote Dinge in die Luft. Ich verstehe aber nicht, warum. Der hat so viele Bogenschützen. Weißt du, er zieht dann eine richtig geile Linie. Meine, die machen wie Ameisen. Da, ich muss hinter vor, hinter zurück, hinter vor, hinter zurück. Komm schon. Kämpf, vernichtet sie. Oh Mann. Gleich hinterher. Paar hinterher schicken. Aber es schaut nicht schlecht aus. Aber ich habe nur noch Bogenschützen. Das ist echt ein Problem irgendwie. Dass die so lange überleben, das ist nicht mehr normal. Aber jetzt, komm. Ja, der stirbt mir, die schießen ja alle auf ihn. Naja, wo kommen die Soldaten her? Bitte mitkommen. Euch brauche ich auch. Wie hat der Angriff letztens besser funktioniert hier? Lul. Sie werden angegriffen. Ah ja, das ist immer noch das. Also ich werde da oben noch nicht angegriffen. Gut. Ich muss da meine Kamera hinsetzen. So. Dann weiß ich da Bescheid. So. Ah ja, das ist schon meiner. Dann kann ich den einnehmen.
Ihr könnt es mal. Achso, den habe ich auch schon. Ne, dann nehmt's mal. Den da hinten ein, den Turm. Ne, was bleibt zusammen, weil sonst verreckt ihr bloß. Ihr könnt mal den einnehmen. So, perfekt. Dann können sie alle gemeinsam den einnehmen. Erstmal da oben und dann wieder ein bisschen sammeln. Dann zusammen die da einnehmen. Also erstmal die Ecke da hinten. Dann die zusammen die einnehmen. Ich muss ihn erstmal nur kleine machen. Ja, den kann ich dann eigentlich abreißen, ne? Wenn der keine... Ah, ihr geht's mal den Turm einnehmen. Jawohl, ja. Ja, der hat auch nicht wenig Türme gehabt, ne? Holy moly. So. Dann reiße ich den ganzen Cars ein. Braucht ja kein Mensch. Ich brauche ja die Soldaten hier. Man hat auch keine Chance, mir den Scheiß zurückzuerobern. Ah, erobert mal diesen Türmchen da. Kann ich da noch mehr Soldaten runterschicken? Habe ich auch noch ein paar. Ach, da arbeitet eh schon einer dran. Ist ja cool. Jawohl, ja, da keine Chance mehr. Bäm, alles weg. Erstmal einen Rückzug machen, den rausreißen, so. Mal gucken, was da so ist. Warten wir auf Verstärkung. Es muss ein geplanter und koordinierter Angriff werden. Nicht einfach wild drauf hin. Wichtig ist nur, dass der andere... uns nicht angreift. Es wundert mich gerade, dass der nicht angreift. Es wundert mich wirklich. Ja, ich glaube, ich könnte den nächsten Turm schon eventuell mal schauen. Wie viele Soldaten hatten der noch? 33, also bitte. Wenn ich das nicht schaffe, dann weiß ich auch nicht. Na, wo ist der nächste Turm? Da. Oh, der ist voll belegt. Erstmal dahin. Perfekt. Oh ja, da kommt man ins Eingemachte. Na? Nicht den Turm angreifen. Genau, alle zurück. 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 Ah, jetzt war er doof. Ja, das ist manchmal ein bisschen ekelhaft.
zurück. Bisschen darüber, dann machen wir erstmal unten. Weil da haben wir unsere Verstärkung. So, mal gucken, ob da irgendwo ein Türmchen ist. Sie werden angegriffen. Okay, das ist das da. Genau, den Turm. Attacke! Systematisch muss man das kleiner machen hier. Weil solche Türme, die verlangen schon viel von meinen Soldaten ab. Wenn dann drei große nebeneinander stehen, habe ich keine Chance. Also eigentlich sollte der andere auch keine Chance haben, mich anzugreifen. Erstmal den kleinen da. Dann kann ich den noch angreifen. Ah, guck, da baut er sogar noch fleißig. Drei Steinmetzhütten bei einer Ding. Ist das nicht voll übertrieben? Naja, gut, wenn man meint. Dum, 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 da, 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 da. So, dann wenn wir den haben, der hat nicht mehr viel. 25 Soldaten noch. Die meisten Soldaten von mir, von den 360, die sind aber zu Hause in den Burgen und Türme drin. Genau, bleibt's mal da. Weil da kommt schon der große Turm und das wollen wir ja nicht sofort. Geht's mal lieber so ein Stück zurück. Erstmal halt ein bisschen Verstärkung. Und auch noch ein bisschen Verstärkung. So. Da würde ich mal behaupten, wir versuchen da mal. Mist. Geht wieder nicht. Hier. Schauen wir mal, ob da wer hingeht. Zum Bauen, weil ich mag hier das jetzt verbinden. Habe ich eigentlich wieder Mana? Ja, ein bisschen Mana hätte ich. Habe ich einen Priester verloren? Alles klar. Stärkung Nummer 1 ist schon da. Den bringe ich auch noch runter. Der Angriff läuft gar nicht mal so schlecht. Ich bin sehr positiv überrascht. Habe ich noch Leute? 42 eher, die nichts tun. Dann schauen wir mal, wie lange es dauert, bis ich den Turm hier baue. Weil ich werde da schon viel verlieren. Ich glaube, ich viele Soldaten. Vor allem wie viel... Ja, 47. Zwar haufenweise Bogenschützen, aber die können nicht so viel ausrichten. Ich warte noch auf die und wenn die dann da sind, dann geht's richtig los. Da, da, da.
Wo sind meine Pioniere eigentlich? Pioniere 3, wo sind die? Da. Jetzt da mal. Weil da habe ich eine riesen Baufläche. Ich mag die aber mit einer geballten Kraft angreifen lassen und nicht wie Lemminge, dass die ganze Zeit da reinrennen. Deswegen mag ich ein bisschen warten, bis die da sind. Es sind halt nur Stufe 1. Brauche ich noch mehr Eisen? Nee, Eisen habe ich genug. Ich verstehe nicht, was der dann so lange braucht, um Schwerter herzustellen. Da habe ich sogar 2. Ich habe eh schon 3 Schmieden. Stufe 3 Schwertkämpfer? Hä? Oh. Gar nicht aufgefallen. Okay, ist auch okay. Kann damit leben. Wie lange hält so ein Zauber an eigentlich? Schwächen. Durch diesen Zauber verlieren gegnerische Truppen in der Nähe Umkreis von Trefferpunkten. So, ich greife jetzt an. Das wird schon gehen. Ich laufe erstmal ganz rechts. Ah, habe ich es doch gewusst. Den Turm nehmen wir noch mit. Muss so wenig Platz wie möglich haben und so wenig Türme außenrum wie möglich, dass ich keine Überraschung erlebe. Erstmal den angreifen, los. Boah, ich verliere schon viele. Na, jetzt brauche ich das auch nochmal machen. Nein, ich bin so doof. Oh, jetzt habe ich den Zauber gewirkt, obwohl ich das wegdrücken wollte. Da habe ich keinen Mana mehr, oder? Nee, jetzt habe ich keinen Mana mehr. Was für eine Scheiße. Können denn die Bogenschützen eigentlich irgendwas tun? Nee, gar nicht. Nee, die stehen einfach nur daneben. Wie viele Nahkämpfer habe ich noch? 53. Ach, das geht schon.
Jawoll. Erstmal einmal zurück. Erstmal hier einmal schön. Hierher. Hierher. Da, wo die anderen stehen. So. Ja, du nicht. Mach mir das hierher. Also das wird anscheinend nicht gebaut, okay. Aber bevor ich hier den Angriff weiterführe, speichere ich einmal auf Angriff Con 2. So. Und bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen in der nächsten Folge, wie ich den Angriff weiterführe und ob ich jetzt das schaffe und ob der andere mich mal angreift oder nicht. Danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Tschüss.